bin Selina und ich studiere gerade BWL, meinen Master. Und Anfang des Jahres habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Okay, okay. Hochqualitative Zeichnungen hier. Club Mate ist offene Startup-Gründer. Verdienen dann jahrelang kein Cash und wundern sich dann, warum sie pleite gehen. Willkommen zu einer weiteren Reaction BWL studieren zwischen Studium und Startup-Gründung. Wir haben hier, glaube ich, diesmal eine Masterstudentin und ich werde mal meine Kommentare wieder dazu geben. Ich selber habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, habe aber auch gegründet schon im Studium bzw. nach dem Studium. Wobei man muss ja differenzieren zwischen einem Startup. Ich habe kein klassisches Startup gegründet, sondern ich würde es eher als Beratung, Agentur bezeichnen, wo man von Anfang an quasi Geld verdient. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir schauen einfach mal rein, was die Gute hier so macht zwischen ihrem Studium und dem Startup. Von unserem Startup her einen wichtigen Termin mit einem Anwalt, da wir wie geplant online gehen können oder eben halt nicht. Bist du schon nervös? Schon ein bisschen. Hi, ich bin Selina und ich studiere gerade BWL, mein Master. Und Anfang ist... An der TU München, das ist natürlich... dann nochmal anspruchsvoller. Die Technische Uni München ist eine der besten Unis, die es so gibt in Deutschland. Haben wir auch einige Teilnehmer bei uns im Training von der TU München. Auch optimal geeignet, wenn man ein Startup gründen will. Da ist, glaube ich, so mit Berlin die beste Startup-Kultur. Jahres habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Was wir gemacht haben, ist eine NFT-Plattform. What the fuck? Was ist das denn? Okay, okay. Also, hochqualitative Zeichnungen hier. Wir gehen auf Galerien und Museen zu und wollen mit denen zusammenarbeiten, falls sie das mit in dieser neuen Technologie oder deren Künstler damit Projekte umsetzen wollen. Wenn man auf unsere Website geht, kann man Kunstwerke kaufen und verkaufen. One thing before we start, I wanted to share, Charles wants to sell NFTs. Also meiner persönlichen Meinung nach ist es immer eine bekloppte Idee, mit Zielgruppen zu arbeiten, die wenig oder gar kein Geld haben, die es dann auch nicht so oft gibt. Also klar, eine Massenzielgruppe mit wenig Geld, würde ich sagen, ist in Ordnung, aber weiß ich, Museen und Galerien haben die so viel Geld und NFT, Startup, naja, schauen wir es uns mal an. And next week during the workshop. Ich muss mich jetzt verabschieden, aber wir sehen uns später. Ja, bis später, Pablo. Ja. Danke, gell? Pablo! Das ist mein Mitgründer, dann damals auch gerade erst kennengelernt. Halbes Jahr später haben wir dann unser eigenes Gründungsprojekt gestartet. Und ja, ohne diese Zeit wäre das auch gar nie dazu gekommen. Das ist komplett surreal. Wir fanden beide Kunst mal cool, waren Kunst interessiert und fanden die. Es kann nicht jeder mit einem MacBook und einem Chai Latte in einem Berliner Coworking Space sitzen. Kennt ihr das Video von diesen Bauern? Wir können nicht alle mit einem MacBook und einem Chai Latte in Berlin in einem Coworking Space sitzen und die 10. Dating-App erfinden. Okay? NFT ist also die Technologie toll und irgendwie führte dann eins zum anderen und jetzt stehen wir hier und mal gucken, wo wir in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in 2 Jahren stehen. Wir haben da echt viel Zeit und Energie und auch Geld ist da jetzt reingeflossen. Ich hoffe, die sagen auch, ob sie damit schon was verdient haben, weil 9 von 10 Startups scheitern, ja. Also keine Ahnung, ich verstehe nicht, wieso Leute immer Ideen haben. Oder wie Mike Tyson mal gesagt hat, jeder hat eine Idee, bis das erste Mal auf die Schnauze bekommt, auf Deutsch übersetzt jetzt. Deswegen halte ich auch tatsächlich nicht so viel von klassischen Startups, weil die haben immer Ideen und irgendwelche, übertrieben gesagt, Club Mate, saufende Startup-Gründer. Verdienen dann jahrelang kein Cash und wundern sich dann, warum sie pleite gehen. Aber naja, wie gesagt, das trifft jetzt wahrscheinlich nicht hier auf die Person zu in dem Video, sondern ganz mal allgemein gesagt. Lassen, weil gerade verdient, also ich finanziere meinen Lebensunterhalt, also teilweise auch durch meine Eltern, aber hatte auch immer noch einen Job nebenbei. Hoffentlich können wir das alles wirklich dann mal Vollzeit betreiben. Hörsaal. Also da hatten wir im Bachelor eigentlich alle Vorlesungen. Das war so der Hörsaal, wo wir die ersten 3 Semester gelebt haben drin. Also weil wirklich alle Vorlesungen waren da. Es ist ein Riesenraum, du gehst tief runter, man blickt sehr weit. Man kann unbekannt sein, was auch gut sein kann. Also man hat auf jeden Fall so Ehrfurcht,
weil es halt neu ist und groß. Man kommt gerade von der Schule. Genau. Aber letzten Endes wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und dann muss man schauen, was man daraus macht. Und der Prof steht, also wenn du zum Beispiel ganz mal hinten sitzt, da ist der Prof wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und wenn du angesprochen werden willst, dann kannst du in die ersten zwei Reihen setzen. Wenn du auf gar keinen Fall angesprochen werden willst, dann kannst du noch eine Empore hochgehen und ganz hinten da. Und wo saßt du immer? In der Mitte. Dadurch, dass es halt so viele sind, kennt auch der Prof einen nicht unbedingt direkt. Also nur, wenn man halt aktiv das irgendwie sucht. Ich check gar nicht, warum so wenig Studenten aktiv auf den Professor zugehen. Also ich war ja ein Semester auch an der Uni, da war es auch recht viele Studenten in einer Vorlesung, wobei es war eine private Uni, da ging es noch. Aber ich war auch an der FH die meiste Zeit, aber ich bin auch immer auf den Professor zugegangen. Das hat mir auch enorm geholfen. Ich weiß nicht, ob da manche einfach zu schüchtern sind. Also einige sind jetzt auch schon fertig und fangen jetzt Berufsleben an und so dieses Gefühl, dass man ewig noch studiert und sein Studentendasein auch genießen kann, hat man jetzt nicht mehr so. Das vermisse ich schon von den ersten Bachelorsemestern. Also ja, die WG-Partys oder das, was dann halt am Wochenende passiert ist, das war schon schön. Es war auf jeden Fall ein anderes Gefühl als jetzt im Master. Gerade haben wir ein bisschen Stress, weil wir noch alles richtig zitieren müssen und das für Freitag alles fertig sein muss. Also im Bachelorstudium oder im ersten Semester, da habe ich die Menge von einer Vorlesung, den ganzen Stoff, den habe ich total unterschätzt. Wir hatten vier Fächer, die wir bestehen mussten, heißt, da ist schon so ein bisschen Druck. Da habe ich super viel gelernt und war super nervös, weil es war auch, glaube ich, meine erste Klausur. Und dann war es auch so, dann hatte ich erstmal einen Blackout, natürlich. Ja, true. War bei uns auch im ersten Semester die erste Klausur, direkt mal Mathe-Durchfallquote, 50%, 60%, 70%. Das ist schon ekelhaft, aber ich meine, man weiß es und deswegen kann man sich darauf gut vorbereiten. Also auch hier wieder, das ist halt die Verantwortung von jedem Individuum, die man da nehmen und tragen muss, darf, wie man es auch immer möchte. Aber keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie man den Leuten weiterhelfen kann, die dann irgendwie eine Woche davor anfangen oder zwei und sich nicht darauf vorbereiten und dann sich wundern, warum. Woran hat es gelegen? Fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Und da musst du immer dran denken, dass du deine Antworten, also du hast deinen Fragebogen, wo du alles durchrechnest, und dann musst du es noch auf den Antwortbogen übertragen. Und dann hieß es ja noch eine Minute, vergesst nicht, auf den Antwortbogen das zu übertragen. Fuck, ich habe noch nichts übertragen, und dann habe ich nur so 70% übertragen bekommen. Heißt so, 30% meiner Antworten waren nicht mal richtig angekreuzt, wie ich sie rausbekommen hatte. Das war ein bisschen ärgerlich. Und dann? War mal, hatte ich nicht so eine gute Note, aber es war bestanden. Zum Ende des Semesters hin, also sag mal 6 Wochen Klausurenphase, da wird dann jeden Tag gelernt, gehst du mit deinen Freunden jeden Tag in die Bib und ist dann schon anstrengend, hat man nicht so viel frei. Aber danach hat man dafür 1-2 Monate Semesterferien, je nachdem, wie lange die Klausuren gehen. Man kann auch Praktika machen oder auch reisen gehen. Also in meinen ersten Semesterferien bin ich erstmal 5 Wochen nach Kuba gegangen. Ja, mal gucken. Hoffentlich verstoßen wir gegen keine Gesetze. Noch ein paar Minuten, bis ich reingehe. Also ist total wichtig, weil eigentlich haben wir die kommende Woche noch ein Projekt mit einer Galerie und die will also Kunstwerke über unsere Plattform verkaufen. Und sonst geht das nicht, weil es sehr doof ist, weil es auch einer unserer ersten Kunden ist, letzten Endes. Und er sagt, es schaut eigentlich alles ganz gut aus. Oder er hätte da jetzt keine Einwände. Also wenn mein Anwalt sagen würde, das sieht eigentlich alles ganz gut aus, dann würde ich mir direkt denken, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, es sieht alles gut aus oder... Heißt, es sieht eigentlich alles ganz gut aus, aber wir landen irgendwo im Knast. Passt das eigentlich? Das wäre gut, aber das wäre super. Dann wird es gleich auch. Ah, ja. Hallo. Hallo. Hallo, kannst du mich hören? Ja, sehr gut. Super. Du auch? Yes, ich höre dich auch. Ich habe ein Problem gegründet, ich komme seit, ich würde fast sagen, Jahren. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch auch vorstellen könntet, ein Unternehmen zu gründen. Nein. Also, Studium ist es schon, du musst, also würde ich sagen, auch definitiv Praktika machen oder einfach Werkstudenten stellen, weil es ist schon nochmal was anderes, wenn man dann wirklich in dem Job ist und in der Abteilung arbeitet. Ich muss sagen, bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, um jetzt hier mal auf die Kommentare einzugehen. So dieses, ja, ihre Eltern können ihr offensichtlich auch was finanzieren, aber was soll dieser loste Kommentar hier bitte?
Also es muss dann nicht heißen, dass sie nicht aus der Arbeiterklasse kommt. Finde ich immer ein bisschen lost hier. Vielleicht hat sie auch gearbeitet vor dem Studium. Weiß man nie. Ein NFT-Sellingblatt. Ja, Ideen haben viele. Die Frage ist halt, wie gut lassen die sich umsetzen? Ah, hier, besser YouTube-Kanal, Error Up. Müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Mein Freundeskreis, die alle BWL studiert haben, schaue, jeder hat da an der Werkstudentenstelle diverse Praktika gemacht. Und ich habe auch ein paar andere Freundeskreise, da sind die BWL-Studenten schon die mit den meisten Praxiserfahrungen während dem Studium. Also wenn du aber als BWL-Student noch keine Praxiserfahrung im Studium hast, dann bist du halt annähernd worthless. Also muss man auch mal sagen, dass du da, dass dein Wert wirklich annähernd gegen Null geht und du dich dann nicht wundern musst, warum du irgendwie zwischen, keine Ahnung, 40k netto verdienst, 40k brutto einsteigst, das ist halt so, come on. Es ist komplett normal, dass man arbeitet währenddessen, was ich auch null auf dem Schirm hatte am Anfang. Ich check das aber gar nicht, da bin ich auch wieder so zwiegespalten. Jetzt sagt sie, ich hatte null auf dem Schirm, dass man arbeiten gehen sollte, oder sie hat ja gerade auf jeden Fall, ich hatte es nicht auf dem Schirm, dass viele arbeiten gehen. Das ist sowas, wo ich mir denke, ja, irgendwie ist es schon so, ist okay, dass du es nicht wusstest, aber das für mich so ein wenig wie wenn jemand mit dem Rauchen anfängt und dann sagt, ich wusste gar nicht, dass das Lungenkrebs fördert. Da war ich mir gar nicht im Klaren drüber. Also das muss einem ja recht schnell irgendwie auffallen oder so. Vielleicht die Verantwortung nicht zu 100% auf sie schieben, sondern das muss einem Abi irgendwie gesagt werden mal oder keine Ahnung, im ersten Semester oder so, dass das das Wichtigste ist, die grundlegende Regel, dass man in so einem Studiengang arbeiten gehen muss. Aber naja. Im ersten Semester wusste ich auch gar nicht, was ein Werkstudent ist. Und irgendwer hat mir das dann im zweiten Semester mal gesagt, er ist ein Werkstudent. Ich meinte, hey, was ist das? Bis ich dann gecheckt habe, okay. Technische Uni München, Elite-Uni. Top. Ich glaube, es haben viele nicht auf dem Schirm mit Werkstudenten und Praktikanten, aber ja, da ist, glaube ich, einfach proaktiv sich informieren angesagt. Auch hier wieder jeder für sich selber verantwortlich. Arbeitet halt nebenbei in einem Unternehmen. Ja, man hat nicht über das Budget, sondern das Aussehen nicht, sondern vor allem über die Frage, ob du überhaupt ein rechtliches Thema hast, ja, und nicht besser beantworten können als ich. Das Ganze ist tatsächlich. Brauchen wir da eine Banklizenz oder sowas? Theoretisch? Das Gemälde wird ja vorher nicht an euch verkauft und ihr verkauft es weiter. Mhm. Und ihr sagt einfach, wir sind die Plattform, Käufer und Verkäufer können sich dort finden. Dann braucht ihr da nichts, weil ihr letztlich ja keine Zahlung entgegennimmt. Ne? Okay. Das ist das Wichtige, dass das beim Zahlungsdienst der Anbieter, der ja selbst diese Zulassung hat, dass das dort einfach umgebucht wird. Also das ist, was du eben gesagt hast, du kannst mir das gerne nochmal ein paar Bullet-Points zusammenschreiben, dass wir sicher sind, dass du auch alles für mich Relevante irgendwie das alles notiert hast. Ja, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich alle Fragen soweit. Wie können wir weiter? Also Pablo ist auch gerade in meinen Raum gekommen. Wenn du willst, kannst du auch gerade mal kommen. Ich telefoniere gerade mit dem Alexander. Ja. Hi Alex. Hi. Wir haben uns letztes Mal auch kennengelernt. Super. Pablo kommt einfach mal so entspannt zu spät zu dem wichtigsten Termin mit dem Anwalt. Der scheint es verstanden zu haben. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke. Tschüss. Ja, Pablo. Also haben wir noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht bedacht hatte. Die liegen jetzt, also die müssen wir noch regeln. Wegen IP-Recht. Das wird, da müssen wir mit dem Steuerberater unbedingt reden. Aber wir können soweit eigentlich online gehen die Woche. Bist du erleichtert? Ja, schon. Sehr. Ich habe ihm das geschildert nochmal mit diesem Payment-Provider. Weil da müssen wir auch unbedingt sowas. Ich finde, es sollte so eine Regel für Studenten, gerade BWL-Studenten geben, dass man, bevor man solche abstrakten Sachen umsetzen darf, ich weiß, dass ich jetzt utopisch gedacht habe, muss man erstmal richtig arbeiten, so im Sinne von in einem bereits bestehenden, etablierten System seine Arbeitsleistung stundenweise einbringen. Also ich habe meine Ausbildung gemacht und dadurch einen recht guten Reality-Check bekommen. Ich glaube, im Studium, viele, die dann aus dem Abi ins Studium kommen, die checken überhaupt nicht, was in der realen Welt da draußen abgeht. Also die leben in irgendeiner Fantasiewelt und haben gar keinen Bezug zur realen Arbeitswelt. Deswegen ist ja auch Werkstattpraktikum so wichtig. Im Optimalfall einfach mal in der Firma um die Ecke im Abi schon damit starten. Aber ist wahrscheinlich utopisch gedacht von mir. Reinschreiben, wie? Dass wir. Ja, raus. Gerade ist mein Hauptfokus natürlich die Gründung. Und nebenbei studiere ich auch noch. Also so fühlt es sich gerade auf jeden Fall an, auch von den Prioritäten. Also normal fällt die Uni-Arbeit dann meistens halt in den Abend rein oder sehr oft.
bei dem Paper haben wir verschiedene Gründer interviewt und dann mussten wir diese Interviews transkribieren. Hier zum Beispiel sieht man, dass auch ein paar Sachen offen sind. Und hier fehlt zum Beispiel noch ein Teil, den ich schreiben muss. Wird jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen stressig. Das ist auch so als eine gute Vorbereitung für die Masterarbeit, weil genau so wird die Masterarbeit nur in halt 5-mal länger. Wenn ihr wissen wollt, was man alles zum BWL-Studium braucht oder wissen muss, dann könnt ihr gerne einfach hier klicken. Also ich glaube, wir werden jetzt auch nur... Ich werde sagen, sorry, dass ich noch nichts gemacht habe. Ich bin da kurz davor, auf dieses Video drauf zu klicken, wer da einem sagt, was man für ein BWL-Studium braucht. Aber da würde ich auf niemanden hören, außer auf uns. Und wahrscheinlich noch den David Döbele. Aber sonst, ob so viele eine Ahnung haben, wie man ein BWL-Studium aufbauen sollte, um ein geiles Einstiegsgehalt mit einem geilen Job zu bekommen, weiß ich nicht. Das sind wahrscheinlich so generische Tipps dann, aber ich will jetzt auch nicht vorschnell urteilen. Vielleicht in einem anderen Reaction-Video schauen wir uns das an. Also, letzte Woche Freitag. Hallo. Hast du mich? Ja, grüß Gott. Grüß Gott, sorry, ich bin gerade nicht reingekommen. Ich habe gerade schon reingeschaut. Ja, ich habe mal so das Titelblatt halt gemacht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Vorgaben haben. Ich glaube, wir haben im Endeffekt vom Lehrstuhl eine Vorgabe. Also das sah auch anders aus. Ich glaube, das müssen wir auch umnehmen. Und auch voll gut, dass du unter den Bildern schon die noch beschrieben hast. Ich kann kein Deutsch mehr reden, mein Tag war zu lang. Ja. Okay, gut. Dann? Ganz schönen Feierabend euch. Dankeschön, euch auch. Fertig für heute. Endlich. Ich bin schon erschöpft. Also jetzt reicht es auch. Ich freue mich jetzt, nach Hause zu kommen und dann ein bisschen Kopf frei zu bekommen. Ja, es macht mein Studium jetzt nicht entspannter, aber es klappt schon. Man wird effizient. Du musst jetzt mal ein bisschen hustlen. Ja, also was soll ich dazu sagen? Wir haben auch während dem Studium Arrow-Up angefangen, hat immer ganz gut funktioniert. Studium ist dann auch irgendwann, wenn du gecheckt hast, wie man lernt, mehr so ein Hobby tatsächlich, finde ich. Also wenn du gecheckt hast, wie du gute Noten mit wenig Aufwand durch eine gehirngerechte Lernstrategie schreibst, ist ein Studium an sich easy machbar in den meisten Fällen. Wenn du auch für dich mal eine Lernstrategie aufbauen willst, also dass du mit wenig Aufwand sehr gute Noten schreibst, dann bewirb dich gerne mal unter dieser Reaction hier auf ein kostenloses Erstgespräch mit uns. Haben schon 1000 Studenten gemacht, warum auch nicht du? Deswegen schau, dass du dir einfach einen Platz sicherst. Ich melde mich bei dir. Wir schauen einfach, ob und wie wir dir helfen können. Ich drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen, dass dein Studium gut läuft und du auch einen Job findest, in dem du Spaß hast. Bei irgendwelchen Fragen einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Dein Valentin. Ciao.